Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 858. Heute am Montag, den 13. Es ist noch Feiertag. Ich hoffe, du hast Ostern soweit gut verbracht. Und ja, heute müssen wir über ein paar spannende Themen sprechen, nämlich über Peter Schiff, der sagt, Bitcoin wird auf den Boden der Tatsachen zurückkrachen. Dann über eine Person, die recht bekannt ist in der Kryptoszene, die sagt, niemand wird Bitcoin kaufen in dieser Krise. Und Blockchain-Technologie als Tool zur totalen Überwachung. Also heute mal ein bisschen negativ angehaucht das Ganze. Siehst du ja schon, der Bitcoin leuchtet rot. Und ja, wenn wir uns den Preis mal angucken, wir hatten gestern einen kleinen Jump nach oben, bevor es dann schön runterging. Wir stehen jetzt bei 6.735, waren gestern auf 7,2 knapp und ja, ging sogar in der Nacht bis auf 6,6 runter. Und es sieht nicht so rosig aus für den Bitcoin. Da müssen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen. Aber bevor wir das tun, ich habe heute mal diese Woche wieder einen Sponsor an Bord. Alle Infos dazu findest du wie immer im Link in der Beschreibung unter bitcoininformant.de/masternodes. Da geht es um die Masternodes von Bitwin24, die ja wirklich hier ein Masternode-Coin mit Proof of Stake in einer der größten Branchen der Welt bieten. Und wir alle wissen, die Nachfrage nach Masternodes steigt und hat hier wirklich die Möglichkeit, dir ein passives Einkommen zu generieren. Wenn du das Ganze ohne technische Vorkenntnisse nutzen willst, guck dir alle Infos im Link in der Beschreibung dazu an. Wir starten mit Peter Schiff. Peter Schiff, die Goldwanze, der Goldbug, er kritisiert ja Bitcoin, seit es ja irgendwo bei 100, $200 liegt und sagt, wir werden mit Bitcoin zurück auf den Boden der Tatsachen krachen. Und das hat er jetzt vor kurzem wieder auf Twitter geäußert. Und er glaubt, dass Gold in den kommenden Jahren glänzen wird, während Bitcoin auf den Boden der Tatsachen kracht. Und er glaubt halt, ja, dass der Grund für die zukünftig geänderten Kraftverhältnisse unter Bitcoin-Goldanlegern einfach ganz klar verteilt werden. Und er sagt hier, in den letzten paar Jahren haben sich die Bitcoin-Anleger immer wieder lustig über Gold-Anleger gemacht, weil Bitcoin halt so viel mehr Gewinn gemacht hat als Gold. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern, das Blatt wird sich wenden, aber nicht, weil dann Gold mehr steigt als Bitcoin, sondern weil Gold glänzen wird, während Bitcoin zurück auf den Boden der Tatsachen kracht. Und die Krypto-Community hat natürlich wieder starke dagegen geschossen, ihm vorgeworfen, dass er die Technologie nicht versteht, nur mangelnde Expertise hat und so weiter und so fort. Und er hingegen sagt aber, hey, ihr Bitcoin-Jünger habt einfach unzureichende Kenntnisse über die Funktionsweise von Geld. Und er sagt, die Bitcoin-Jünger meinen, dass ich nichts von Technologie verstehe, aber wenn ich mit ihnen auf Twitter diskutiere, stelle ich immer wieder fest, wie wenige von ihnen etwas von Geld verstehen. Das erklärt auch, warum sie Bitcoin so leicht auf den Leim gegangen sind und Gold so sehr ablehnen. Und das, ja, stimmt teilweise natürlich. Es gibt viele Leute, die ziemlich, ich sag mal, crazy sind, aber ich glaube, Bitcoin, Leute, die in Bitcoin investiert haben, die sind auch affin, was Gold angeht. Also viele haben auch drunter geschrieben, dass sie halt auch Gold gut finden oder auch in Gold investiert sind. Und ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Aber er glaubt halt hier, dass wirklich jetzt Bitcoin weiter runter kracht. Und die Community ist natürlich stark gespalten, auch was das angeht. Es gibt immer noch Leute, die sagen, Bitcoin geht jetzt durch die Decke in der Krise, aber es kommen auch vermehrt Stimmen auf, die sagen, Bitcoin wird es schwer haben in der Krise. Und da muss man einfach ganz klar den Case für Gold machen, Leute. Bitcoin ist 10 Jahre alt, hat noch keine große Krise erlebt. Gold ist 5000 Jahre, wird es benutzt oder noch länger, ja, als Wertaufbewahrungsmittel, als Krisenversicherung. Und das hat einen Track Record, wo man einfach gucken kann, wie ist Gold in den letzten Jahrhunderten in Krisen, wie hat es sich verhalten? Und ja, da hat man einen guten Anhaltspunkt, was man bei Bitcoin natürlich nicht hat. Und wir werden es sehen, aber eine bekannte Persönlichkeit, der Besitzer von Bitcoin.org, er hat jetzt gesagt, dass niemand Bitcoin kaufen wird in einer Krise. Und ja, das ist etwas, ja, was ich wahrscheinlich so unterschreiben würde, denn wir sehen ja gerade, was passiert. Die Staaten weltweit haben die Economies, die ganzen Wirtschaften runtergefahren. Sie fahren quasi gegen die Wand. Wir sehen es ja an den Arbeitslosenzahlen in den USA.
Ich glaube, 17 Millionen Menschen haben sich arbeitslos gemeldet in den letzten Wochen. Und das ist etwas, ja, was brutale Auswirkungen haben wird. Und eigentlich wäre es ja jetzt die Zeit für Geld, für Kryptowährungen zu glänzen. Aber das tut es aktuell nicht. Und der Besitzer von Bitcoin Ort, Cobra Bitcoin, so heißt er auf Twitter, er hat das einfach ganz klar nochmal rausgestellt und sagt, der größte Investmentfehler, den du machen kannst, ist der zu glauben, dass Bitcoin und Kryptowährungen ein Hedge gegen das Finanzsystem sind und naiverweise zu glauben, Bitcoin würde deine Verluste ausgleichen. Und ja, da muss ich ihm recht geben, denn wenn die Krise weiter angeht, wenn wir jetzt hier in eine Depression geraten, wo die Leute wirklich Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zahlen und so weiter und so fort, dann werden sie nicht in Kryptos investieren. Denn die Leute investieren dann in etwas Spekulatives wie Krypto, wenn es gut läuft, wenn sie extra Cash haben, ein bisschen was riskieren wollen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, ja, dann wird es sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn du dann ja irgendwann da stehst und zu überlegen, ja, kann ich meine Rente noch zahlen, meine Miete. Meine Rente, meine Miete noch zahlen, meinen Kredit noch zahlen und so weiter und so fort. Und auch hier in Deutschland haben wir ja viele Leute, die in Kurzarbeit sind mittlerweile. Das ist alles noch nicht so schlimm, aber es kann sich relativ schnell natürlich ändern. Und auch der, ja, Präsident der Federal Reserve Bank in Minneapolis, der sagt, dass wir einen langen, harten Weg vor uns haben und dass es vielleicht sogar ja schwierig wird, bis wir eine Massenimpfung haben. Ja, auch das ist ein Thema, was heiß diskutiert ist in einigen, ich sag mal, Verschwörungskreisen, wo es jetzt darum geht, dass die ganze Welt geimpft wird und so weiter und so fort. Also es schwirrt gerade sehr, sehr viel in der Welt rum, aber der Besitzer von Bitcoin.org, er sagt, wenn wir jetzt in eine tiefere Depression kommen, dann kann es möglich sein, dass Bitcoin sogar zwischen 1000 und 2000 Dollar sich demnächst befindet und nur die richtig harten Hodlers, die werden da bleiben. Alle anderen werden schon verkauft haben, weil sie Geld brauchen für Miete, Essen und so weiter und so fort. Ja, also er ist da relativ bearish eingestellt. Wie siehst du das? Glaubst du, in der Krise, wenn wir in Depression kommen, wird Bitcoin es schaffen oder eher nicht? Schreib mir mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, dann kommen wir nochmal zum Thema, was vielleicht auch sehr, sehr negativ sein kann. Denn die Blockchain-Technologie hat natürlich das Potenzial, vieles in der Welt zum Guten zu verändern. Aber auf der anderen Seite kann es auch dazu genutzt werden, natürlich, um böse Dinge damit zu tun, was Privatsphäre angeht oder Rechte angeht. Und du musst dich halt einfach mal fragen, möchtest du in einer Gesellschaft leben, wo alles, was du kaufst, jede Interaktion, die du machst, irgendwo für immer unveränderlich auf der Blockchain gespeichert wird? Das heißt, wenn du irgendwo mal bei Rot über die Ampel gehst, das ist immer für immer unveränderlich auf der Blockchain gespeichert. Und alles, was du tust, das ist natürlich eine Welt, ja, muss man genau drüber nachdenken. Vielleicht auch, wenn es darum geht, dann zum Beispiel andere Leute irgendwie zu bewerten, ja, in so einem Social Credit Rating System. Wir sehen ja sowas in China schon. Und wenn wir uns jetzt gerade mal die Krise auch angucken, in der wir sind, die Denunzianten hier, oh, guck mal, der ist draußen, der trifft sich mit Leuten. Das ist ja auch etwas, was stark zugenommen hat. Und stell dir vor, man könnte Leute dafür über eine Blockchain belohnen, wenn man andere dann verpetzt und sonstiges. Also eine Welt, die nicht besonders schön ist, wo alles, was du tust, für immer gespeichert wird. Ja, auf jede Webseite, die du gehst, jedes Buch, das du liest, jede Ampel, die du überquerst, jede Geschwindigkeitsübertretung, die du machst, das wird alles für immer unveränderlich gespeichert. Und das ist ja, ich sag mal, in China sehen wir schon so die ersten Auszüge von diesem Social Credit Score, wo halt, ja, wenn du Dinge tust, die halt nicht in deren Weltbild passen, die als böse oder schlecht eingestuft werden, dann verlierst du Credit Score und darfst bestimmte Dinge nicht mehr tun, zum Beispiel reisen, keine Flüge mehr buchen, dies nicht mehr kaufen und so weiter und so fort. Und ja, das ist etwas, was man mit der Blockchain machen kann. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr Staaten sehen, die halt hier digitales Geld wollen, digitales Zentralbankgeld und vielleicht so eine Überwachung hier Richtung Blockchain dann vielleicht doch gar nicht so negativ gegenüber eingestellt sind. Und
Wir sehen es ja, was im Zuge dieser Krise passiert ist. Ja, dieser Lockdown, in dem wir uns befinden. Unsere Grundrechte wurden massivst eingeschränkt und die Geschäfte und die Wirtschaft wird an die Wand gefahren. Da kann man definitiv drüber diskutieren, keine Frage. Ja, ob das nicht zu viel war, ein Overkill letztendlich. Wir sehen es jetzt, dass Gesetze verabschiedet werden, hier in Deutschland zum Beispiel. Location Tracking in den USA wird drüber gesprochen, in England, ja, die Leute halt zu tracken. Erst hieß es vielleicht, ja, wir sollten eine App jeder installieren, damit wir getrackt werden können und wissen, wer mit wem in Kontakt kommt. Und auf einmal heißt es, nee, das wird direkt ins Betriebssystem bei Apple und bei Android installiert. Das heißt, die Leute können gar nichts dagegen machen. Vollständige Überwachung. Und das ist echt crazy, wie auf einmal, wie schnell die Welt sich verändert hat hier in einem Augenblick, wo ja, die Leute in Angst leben, der Panikmache natürlich, die auch hier groß ist im Fernsehen, wenn man sich das mal anguckt. Und stell dir mal vor, vielleicht ist China einfach nur so ein kleines Vorbild auch, ja. Wir haben überall diese Überwachungskamera in China, die Face Recognition. Das ist wirklich mit ja, der künstlichen Intelligenz verkoppelt. Man kann Leute per Knopfdruck finden. Die haben da noch so hochauflösende Kameras in Stadien zum Beispiel in der Stadt, ja, dass die dein Gesicht innerhalb von Millisekunden da herausfinden können und ja, du komplett durchgetrackt wirst. Und ja, Bitcoin und Kryptos waren ja eigentlich dafür designt, um die Kraft Korruption wegzunehmen von diesem System. Es scheint aber so, dass die Mächte, die an der Macht sitzen, am Hebel sitzen, ja, das jetzt nutzen, um vielleicht ihre Agenda damit weiter voranzubringen. Und sorry, bisschen Husten, ja. Und wir sehen ja, dass das wirklich ja, genutzt werden könnte, um uns in eine Welt zu pushen von mehr Kontrolle, mehr Sklaverei will ich jetzt nicht sagen, aber es geht schon irgendwie so in die Richtung. Wenn alles von dir kontrolliert wird und du keine Privatsphäre mehr hast, ja, das ist eine Welt, in der man vielleicht nicht unbedingt leben will. Und es passiert gerade, ich sag mal so, aufgrund der Krise haben natürlich viele Verschwörungstheoretiker hier Hochkonjunktur, bei denen läuft es, kursieren unglaublich viele Verschwörungstheorien gerade hier im Internet, sage ich mal. Und ist natürlich auch sehr, sehr viel Müll mit dabei, keine Frage. Aber wir leben in Zeiten, wo ja, es klar ist, dass unsere Grundrechte hier massivst eingeschränkt worden sind, wir bevormundet werden und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, ja, wie wird man in ein paar Jahren hier drauf zurückgucken? Wird das jetzt gelockert werden? Wird es nicht gelockert werden? Ich glaube, so langsam haben die Leute es auch ein bisschen satt vom Gefühl her. Und ja, es ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Jahr. 2020 wird definitiv einen Wendepunkt in der Welt darstellen, da bin ich mir sicher. Ja, zum Schluss gucken wir noch am Markt. Wir stehen bei 192 Milliarden und in den Top 10 ist alles mehr oder weniger leicht im Minus, bis auf Bitcoin SV leicht im Plus, Binance Coin und Tezos leicht im Plus, Chainlink mit knapp 7% im Plus. Aber sonst jetzt nicht so mega viel Bewegung. Es gab natürlich diesen Dump von gestern und ja, viele erwarten, dass wir weiter runterkrachen. Ich persönlich denke auch, dass Bitcoin den Boden für dieses Jahr noch nicht erreicht hat. Einfach aus dem Grund, ich habe gerade ausführlich darüber gesprochen in meinen letzten Videos. Die Krise wird länger und stärker, als viele das noch vermuten. Und ich glaube, auch Kryptos werden hier sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Wünsche mir aber, dass es anders ist und wir natürlich neue All-Time-Highs machen und hier als Gewinner hervorgeht, aber aktuell sehe ich das noch nicht. Leute, ein bisschen längeres Video heute. Ich hoffe, es hat euch trotz dieser ganzen Negativität ein bisschen gefallen, vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag heute. Ich gucke mal raus. Ja, das Wetter ist ja nicht so toll, aber zum Glück kein Regen erstmal. Und damit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, wie immer, mal der Dude schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency. We Trust. Bam.